eine Stippvisite bei Roman. Zwischen Würzburg und Bratislava, 16.09.2016. Alex raste mit gut 200 Stundenkilometern über die A81 in Richtung Norden. Er war extrem besorgt um seine Familie und beunruhigt über das, was er von seiner Frau gehört hatte. Er rief seinen Freund und Glaubensbruder Jakob Knecht in Rumänien an. »Lieber Bruder, Shalom, Shalom. Hast du schon mal Wühlmäuse im Garten gehabt?« Jakob schaltete sofort. »Jede Menge. Aber da kann man nicht viel machen. Am besten verreisen, und zwar sofort. Mach ich melde mich.« Alex fuhr die A81 weiter in Richtung Würzburg. Am Weinsberger Kreuz nahm er die A6. Nach 200 Kilometern fuhr er auf einen Rastplatz und rief Roman an. »Hallo Roman, ich habe nicht viel Zeit. Pardon, kannst du mir helfen? Kann ich dich morgen früh um 6 Uhr in Kitzsee auf dem Billa-Parkplatz treffen?« »Auf dem Billa-Parkplatz in Kitzsee, ja. Vielen Dank. Sei bitte pünktlich. Ich danke dir. Gott segne dich.« Er legte auf, öffnete die Einstellungen im Menü seines Smartphones und löschte sämtliche Daten. Im Schutz der Dunkelheit schlich er sich zu einem der parkenden LKW und ließ sein Handy zwischen Plane und Bracke auf die Ladefläche fallen. »Wenn ich verfolgt werde und mein Telefon geortet wird, werden die ganz schön staunen«, dachte Alex. Er setzte sich wieder ins Auto und brauste los. Als Ersatzhandy lag in seinem Auto ein Nokia 6310i. Das Ding war uralt, aber es funktionierte noch immer einwandfrei. Er hatte eine TwinCard im Gerät für den Fall, dass er sein Smartphone einmal vergessen haben sollte. Jetzt hoffte er, dass die veraltete Technik des Nokias ihm nützlich wäre und er nicht mit irgendwelchen RFID- oder NFC-Chips oder sonstigen Spielereien, die das Smartphone üblicherweise besitzt, geortet werden konnte. Als er durch die Nacht raste, wanderten seine Gedanken zu den letzten Themen, die er in der Bibel durchgearbeitet und nur handschriftlich notiert hatte.